Sie können ihm bestimmt ganz gute Tipps geben für seine Geschichten, nicht? Naja, ich muss natürlich die Schweigepflicht beachten. Aber für diese Serie hatten wir schon ein paar ganz interessante Fälle, ja. Auch den Fall Aran? Beziehungsweise Behrend? Naja, so als Thema quasi. Wolfgang hat das natürlich sehr stark verändert. So eine Entwicklung konnte man ja auch nicht ahnen. Entschuldigen Sie bitte. Ich brauche jetzt einen Cognac. Wollen Sie auch einen? Nein, danke. Wenn ich ein Glas Wasser haben könnte? Ja, natürlich. Hier ist die Waffe. Das ist nur eine Elektroschockwaffe. Darf ich? Ich bin dreimal nachts angegangen worden und da hat Wolfgang mir die geschenkt. Schauen Sie die beiden Stifte da. Wenn ich die einem Kerl aufsetze, dann kriegt er einen Schlag von 100.000 Volt. Hab schon davon gehört. Was passiert dann? Ja, dann knattert und blitzt es und die Muskeln kontrahieren und der Typ kriegt einen Schock, also wie ein Blackout. Und dann klappt er zusammen oder er fällt nach hinten. Und dann? Was sind die Nachwirkungen? Keine. Also, das hat man... Hallo. Guten Tag. Ja, Sabine ist nicht da. Die hat einen Termin im Gericht. Aha. Kommen Sie voran? Na, schlecht. Hat die ganze Nacht gearbeitet. Moment mal. Hallo. Okay. Ja, komm mal her. Mich würde vor allem interessieren, wie der Täter jetzt vorgeht. Wie? Bitte verstehen Sie doch, dass ich dazu jetzt einfach keinen Nerv habe. Ich habe heute Nacht... Psst. Ich habe heute Nacht Ihr Drehbuch gelesen. Ja, aber bloß die alte Fassung. Die mit dem perfekten Mord. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin sowieso schon total durcheinander, weil mir alle möglichen Leute reinquatschen. Jetzt auch noch die Polizei, oder wie? Nein, nein, Ideen habe ich keine. Nur eine Frage. Vorgestern Abend waren Sie bis 23 Uhr mit Herrn Bleuler zusammen. Was haben Sie denn danach gemacht? Danach? Mhm. Ich denke, Sie wollen irgendwas aus dem Buch wissen. Ich recherchiere bloß. Also? Danach. Danach war ich im La Bamba und habe meinen ganzen Frust weggetanzt. Dieser Bleuler ist eine totale Nervensäge. Wie lange waren Sie denn gefrustet? Zum eins bin ich dann nach Hause. Da haben Sie dann Ihre Freundin hier angetroffen? Die lag schon im Bett und ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Ich würde ja wahnsinnig gern das neue Drehbuch lesen. Wenn es fertig ist, ja? Bitte. Ich muss bis um 4 Uhr abgeliefert haben. Bis 4? Wie spät ist es denn jetzt? Kurz vor... Sie können es wohl nicht abwarten, wa? Ich muss Sie leider enttäuschen. Mir ist noch eine andere Geschichte eingefallen. Dieser Nachbarschaftskrieg, der interessiert mich nicht mehr. Schade. Dabei hätte ich die Story nun komplett, samt Auflösung. Ja, ich habe leider keinen Bedarf mehr. Aber ich? Ich führe Geschichten, die ich angefangen habe, zu Ende. Ich habe wirklich keine Zeit mehr. Bald werden Sie sehr viel Zeit haben, Herr Fruchtmann. Mehr als vorgestern Abend zum Beispiel. Da sind Sie nämlich gleich nach Ihrem Gespräch mit Herrn Bleuler um 23 Uhr nach Hause gefahren. Hier haben Sie gemerkt, dass Ihre Freundin nicht allein war, dass sie mit Herrn Ahorn zusammen war, dem Vater Ihres Kindes. Da sind Sie durchgedreht. Sie haben die Elektroschockpistole Ihrer Freundin an sich genommen, sind zu Ahorns Haus gefahren und haben dort auf ihn gewartet. Als Herr Ahorn kam, haben Sie ihn zur Rede gestellt. Wahrscheinlich gab es Streit. Jedenfalls haben Sie ihn mit der Elektroschockpistole außer Gefecht gesetzt. Dann haben Sie ihn zum Zaun geschleppt und ihn dort mit einem Golfschläger
den Sie aus Behrens Garage geholt haben, erschlagen. Das ist doch hanebüchen! Ein Glück habe ich den ganzen Mist weggeschmissen. Außerdem vergessen Sie ganz, dass ich zu dem Zeitpunkt in der Disco war. Ja, im La Bamba. Da haben Sie Ihren Freund Bläuler ja schon wieder getroffen. Wieso? Weil der zufälligerweise auch da war. Er hat Sie aber nicht gesehen, ist doch merkwürdig, ne? Ja, der Laden ist ja auch immer brechend voll. Erst ab 1 Uhr. Ihr Alibi ist nichts wert, Herr Fruchtmann. Außerdem werden wir nachweisen, dass Sie in Ahorns Garten waren. Ihre Story, die stimmt da vorne und hinten nicht. Die Details wissen natürlich nur Sie. Ich muss jetzt abliefern, wirklich. Fruchtmann! Nein, bleib stehen! Los jetzt, Hände hoch! Sabine? Sabine? Mirk, wird ja Zeit, dass du endlich kommst. Ich habe das alles nicht mehr geschafft. Ich habe gedacht, dass ihr schon längst auseinander seid. Und dann hat er mir erzählt, dass ihr euch immer noch liebt. Ich wollte dir mit der Pistole ja nur Angst machen, dass er die Finger von dir lässt. Ich war so eifersüchtig. Ich habe ihm sogar gedroht, dass ich alles seiner Frau erzähle. Da hat er mich geschlagen. Der hat mich geschlagen. Da habe ich abgedrückt. Und wie er das da lag, da habe ich Panik gekriegt. Und da ist Ihnen Ihr Drehbuch eingefallen. Sie haben ihn zum Zaun geschleppt. Ich habe Angst gehabt, weil er wieder zu sich gekommen ist. Dann habe ich die Pistole genommen und zugeschlagen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann ist Ihnen die Geschichte mit der Armbrust eingefallen. Sie sind in Behrens Garage eingebrochen und haben etwas geholt, was Behrend belasten würde. Ein Golfschläger zum Beispiel. Haben Sie wirklich Ahorns Blut da reingeschmiert? Ja. In meinen Geschichten, da kann ich alles planen, konstruieren, aber hier muss doch irgendwie, muss doch einfach weitergehen. Zu Ende. Wenn er jetzt nicht gestanden hätte, wären wir ganz schön angeschmiert. Die können die Zigarettenspur nämlich nicht zuordnen. Dachte ich mir. Aber was heißt gestanden? Dem traue ich zu, dass er wieder ruft. Das ist ein Autor. Der steckt voller Geschichten.